H. Acht. Zur Flaggparade. Das Ganze rechts. Schutz. Flagge. Hochgeschätzter stellvertretender Brigadekommandant, geschätzte Ehrengäste, Soldatinnen und Soldaten des Staatsbataillons 3. Es ist mir trotz Corona eine große Freude, Sie heute als Ihr Bataillonskommandant zur Angelobung der etwas anderen Art begrüßen zu dürfen. Sehen Sie diesen Tag als Ihren Festtag, als einen der bewegenden Momente während Ihrer Zeit beim österreichischen Bundesheer. Sie werden auch in Zukunft gerne an diesen Tag zurückblicken. Heute werden Sie das Treuegelöbnis schwören. Unter normalen Umständen wäre das im Zuge eines öffentlichen Festaktes vollzogen worden, inmitten von hunderten Gästen, ihren Familien und Bekannten, ihren Freundinnen und Freunden. Aufgrund der gesamtheitlichen Lage ist das jedoch nicht in dieser Form möglich. Nur wenigen Auserwählten ist es gestattet, an diesem Festakt teilzunehmen. Denken Sie an Werte, die es zu bewahren gilt. Das betrifft jeden von Ihnen. Es sind Werte in Ihrer Familie, Werte in der Gesellschaft. Denken Sie aber auch an militärische Pflichterfüllung und Loyalität. Ich bin sicher, dass Sie Ihre Ausbildung zum Soldaten ernst nehmen und wir uns auf Sie verlassen können. Legen Sie kein Lippenbekenntnis ab, sondern bekennen Sie sich ohne Wenn und Aber und in aller Deutlichkeit zu Ihrem Heimatland, der Republik Österreich. Hohe Militärgeistlichkeit, geschätzter Herr Bataillonskommandant, geschätzter Herr Militärkapellmeister, Kadersoldaten aller Dienstgrade, aber vor allem geschätzte Rekruten des Einrückungsturnus November 2020. Schutz und Hilfe ist der Leitspruch des österreichischen Bundesheeres. Um als Bundesheer wirksam Schutz und Hilfe leisten zu können, bedarf es neben einer zeitgemäßen Ausrüstung vor allem junger Männer und Frauen, die ihre Dienstleistung der Allgemeinheit als wehrdienstleistender Soldat unserer Bevölkerung zur Verfügung stellen. Für diese Bereitschaft möchte ich euch, geschätzte Rekruten, ganz herzlich Danke sagen. Ihr werdet in Kürze in formeller und feierlicher Form das Treuegelöbnis zur Republik Österreich ablegen. Ein Gelöbnis, mit allen euren Kräften und im Notfall auch mit der Waffe für die Sicherheit unserer Bevölkerung einzutreten. Das Bedürfnis nach Sicherheit ist ein Grundbedürfnis jedes Menschen, aber auch jeder Gemeinschaft, von der Familie bis hin zum Staat. Es ist die elementare Voraussetzung für eine positive Entwicklung. Wir als Bürger der Republik Österreich haben das Privileg, in einem Umfeld aufgewachsen zu sein, das von militärischen Krisen in den letzten Jahrzehnten verschont geblieben ist. Wobei es nicht angebracht ist, sich deswegen zurückzulehnen und elementare Sicherheitsvorsorgen zu vernachlässigen. Denn Krisen kommen meist überraschend und ohne Vorwarnung. Und wer nicht gerüstet ist und vorgesorgt hat, kann Schaden nehmen. Das Bundesheer ist ein Teil dieser Krisenvorsorge und ein unverzichtbarer Bestandteil der österreichischen umfassenden Landesverteidigung und somit der gesamtstaatlichen Krisenvorsorge. Dies hat man gerade in der aktuellen Corona-Pandemie ganz eklatant erleben können. Seit März des heurigen Jahres haben tausende Soldaten die Gesundheits- und Sicherheitsbehörden bei den Schutz- und Abwehrmaßnahmen gegen das unkontrollierte Ausbreiten dieser neuartigen, weltweit verbreiteten Krankheit unterstützt. Ziemlich sicher werden auch manche von Ihnen in den kommenden Tagen, Wochen oder Monate in irgendeiner Form im Rahmen der Unterstützung unserer Gesundheitsbehörden eingesetzt werden. Als Soldaten, die in einem Stabsbataillon einrücken, werden Sie jedoch vorrangig im Bereich der Logistik,
und im Bereich des Betriebes eingesetzt, sei es als Kraftfahrer, Mechaniker, Wachsoldat oder im Bereich der Truppenküche. Sie leisten dabei einen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft des österreichischen Bundesheeres. Seit kurzem gibt es die Möglichkeit einer gut bezahlten quasi Verlängerung Ihres sechsmonatigen Wehrdienstes. Der Bataillonskommandant hat das schon angesprochen. Permanent sind an die 1000 Soldaten zur Sicherung der österreichischen Ost- und Südgrenze gegenüber illegaler Einreise eingesetzt. Ich möchte daher bewusst auch den Anlass Ihrer Angelobung nutzen und Sie ermuntern und einladen, ein oder auch mehrere Monate unmittelbar im Anschluss an Ihren Grundwehrdienst als Milizsoldat an diesem Grenzsicherungseinsatz teilzunehmen. Geschätzte Rekruten, sehen Sie Ihren Grundwehrdienst neben Ihrem Dienst an der Allgemeinheit auch als einen wertvollen Schritt zum Erwachsenwerden und zur persönlichen Reifung. Pflegen Sie den Kontakt mit Ihren Kameraden, leben Sie die sprichwörtliche militärische Kameradschaft. Nehmen Sie auch das verstärkte körperliche Training, das Sie in den kommenden Monaten erfahren werden, mit hinaus in Ihr ziviles Leben nach dem Grundwehrdienst und erhalten Sie so Ihre gesteigerte Fitness als lebenslange Gesundheitsvorsorge. Abschließend darf ich euch, geschätzte Rekruten, einen erfolgreichen und unfallfreien Verlauf eures Wehrdienstes, viele erinnernswerte Erlebnisse im Kameradenkreis und vor allem viel Soldatenglück wünschen. Es lebe das österreichische Bundesheer, es lebe unsere schöne Heimat, die Republik Österreich. Rekruten, sprechen Sie mir nach. Ich gelobe. Ich gelobe. Mein Vaterland. Mein Vaterland. Die Republik Österreich. Die Republik Österreich. Und sein Volk zu schützen. Und sein Volk zu schützen. Und mit der Waffe zu verteidigen. Und mit der Waffe zu verteidigen. Ich gelobe. Ich gelobe. Den Gesetzen und den gesetzmäßigen Behörden. Den Gesetzen und den gesetzmäßigen Behörden. Treue und Gehorsam zu leisten. Treue und Gehorsam zu leisten. Alle Befehle meiner Vorgesetzten. Alle Befehle meiner Vorgesetzten. Pünktlich und genau zu befolgen. Pünktlich und genau zu befolgen. Und mit allen meinen Kräften. Und mit allen meinen Kräften. Der Republik Österreich. Der Republik Österreich. Und dem österreichischen Volke. Und dem österreichischen Volke. Zu dienen. Zu dienen.